Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Genau, wir spielen heute Thief Simulator und ich habe schon mal reingeschaut in das Spiel. Es wird auf jeden Fall bald weitergehen, auch wieder mit Faster Than Light, weil da sind wir ja jetzt noch nicht durch gewesen. Aber ja, heute habe ich mir mal gedacht, spielen wir mal eine Runde Thief Simulator, ein neues Projekt auf meinem Kanal. Ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Und ja, wir sind jetzt bei 99%. Schauen wir mal, wie das hier so wird. Ja, das sind wohl wir. Das meine ich noch zu wissen. Jetzt müssen wir erstmal alles hier lernen, wie das hier so funktioniert nochmal. Jetzt bekommen wir ja jetzt gleich nochmal einen Anruf, meine ich, oder sowas, ja? Ja, Vinny. Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Okay. The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Soll ich's fallen lassen. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Okay, dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal so einen Skillbaum. Den habe ich letztens auch angefangen. Also haben wir den schon freigeschaltet? Einfache Schlösser mit einem Dietrich knacken. Okay. Notizen. Ja, gucken wir mal. Jetzt habe ich das auf jeden Fall gerade fallen lassen. Das war ein bisschen blöd. So, wie die Steuerung funktioniert, das habe ich mir schon voreingestellt. Da muss ich jetzt nicht mehr extra für in die Einstellungen gehen. Zack, Quickslot. Wollen wir den hinzufügen? Jetzt dürfen wir den ja da haben. Genau. Jetzt müssen wir hier durch. Wir sollten uns nachts über eventuell schleichend fortbewegen und uns nicht in solche Lichtpegel reinstellen, weil dann werden wir schneller entdeckt. Okay, das war ein bisschen laut, aber ist ja noch in Ordnung. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Da vorne ist jemand im Haus. Die darf uns wahrscheinlich jetzt nicht sehen. Ducken. Ja, das tun wir schon. Oh, die guckt raus. Von hier aus sind wir anscheinend sicher. Guckt ihr jetzt die ganze Zeit da raus? Müssen wir da jetzt so vorbei? Oh, Gottes Willen. Ah, sie läuft weg, sie läuft weg. Aber sie bemerkt uns auch nicht. Also, das würde man doch merken, oder? Ja gut, okay. Ist sie wohl nicht sehr aufmerksam gerade. Ich meine, hier war einer noch. Ja, da sitzt einer. Perfekt, gut. Da müssen wir ein bisschen zur Seite gehen, damit wir nicht in den Lichtkegel gehen. Meide das Licht, genau. Und dann sieht er uns auch nicht. Blindfisch. Gut, und dann sind wir jetzt hier. Vinny ruft an. Ja, erstmal hey, telefonieren. Sehr gut. Dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Gut, dann nehmen wir die jetzt mal. Zack. Kann man die auch in den Quickslot reinmachen? Taschenlampe? Nee, das geht nicht. Die müssen wir dann wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Fenster einschlagen. Kommen wir nicht hier anders noch irgendwo durch? Okay, hat niemand gehört. Zack und ich. Zum Reinklettern. Perfekt. So, wie macht man jetzt die Taschenlampe an? Das würde mich mal interessieren. Mit Mausrad kann man schon mal die Waffen wechseln. Da muss man nicht immer so in den Quickspot reingehen. Ist ein Hotkey dafür? Ah, F. Okay. Vinny. Good job. Time to redistribute a little wealth. Okay. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen. Hier sieht uns keiner mit dem Licht. Okay, hier ist nichts. Sehr schade. Eine Pfanne. Sehr gut. Und Bargeld. Nice. Okay, was willst du, Vinny? Bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Können wir die Sachen hier zerschlagen? Ja, komm. Okay, hier ist noch was. Nee, aber die Schuhe können wir nicht nehmen. Nichts dieser Klamotten können wir nehmen anscheinend. Oh, da ist Geld. Nice. Ich würde gerne noch diese nehmen da. Oh, das hört sich... Das hört sich wie so eine Tür an. Oder? Ja. Normalerweise machen die ja diese Geräusche hier.
Genau. Ich habe auch gesehen, dass man Toiletten zerschlagen kann. Ist schon hardcore asozial, wenn man die dann nicht mehr kacken können. Aber gut. Sonst haben wir hier nichts mehr, was wir klauen könnten, meine ich. Einfacher Dietrich. Den haben wir, meine ich, jetzt nicht. Da kommen wir jetzt nicht raus. Dann müssen wir wieder hinten durch, ne? Okay. Ach so, ist ja schon offen. Boah. Sehr gut. Und dann raus hier. Eventuell dem noch weg. Dann gucken wir mal. Okay, wollen wir dann noch mal hier rein? Aber die sind doch zu Hause, oder? Können wir auch jetzt nicht rein. Brauchen wir einfacher Dietrich für. Das sieht auch ziemlich verlassen da drin aus. Okay, da ist nichts drin. Verstecken. Ah! Okay, geil. Man kann sich hier drin verstecken. Wahrscheinlich, wenn die Polizei kommt. Das ist natürlich ganz nett. Okay, und einschlagen. Okay, wir sollten uns vielleicht ein bisschen geduckt halten. Reinklettern. Habe ich noch die Taschenlampe an? Oh Gott, ich renne hier mit Taschenlampe rum. Oh, der Schlüssel für dieses Haus. Nice, nice, nice. Mal hier reinschauen. Hier ist jetzt nichts drin. Hier ist Geld drin. Sieht aus wie ein Tresor nur. Nur ohne das Zahlenschloss. So. Und wo sind wir hier? Geil, geil. Haben wir noch eine Bratpfanne? Noch eine Bratpfanne? Und einen Toaster. Ach, sind wir voll. Die können wir nicht aufmachen. Ah, lieber Müll. Versteckt jemand Geld. Okay. Ist natürlich lustig. Ah, noch eine Bratpfanne. Nee, ein Topf. Ein Topf war das. Ja, gut. Wir wurden wieder mal nicht erwischt. Das ist natürlich super geil. Können wir das jetzt einsehen, wo unsere Sachen sind? Topf. Mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt hier so im Inventar bin, wird das dann gerade pausiert, das Spiel, oder? Das würde mich mal interessieren. Nehme ich die wieder weg. Oh shit. Ja, dann schnell raus hier. Da vorne war ja offen. Und dann ab zum Auto. Können wir die Sachen hier irgendwie reintun jetzt? Oh ne, dann machen wir nur das zu. Hier komme ich nicht rein. Oh Gott, Bewegungsunschärfe ist ja mega heftig krass. An. Kann man das nicht ausmachen? Ich glaube, das finde ich angenehmer. Ja, definitiv. So. Ah, geil, dann können wir das hier reintun. Warte mal. Dann alles raus, 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 raus und raus. Genau, schließen. Hoppala, ne, da wollte ich jetzt nicht hin. Und wieder raus. Dann können wir uns ja doch noch die Pfanne holen. Wer weiß, wie viel die wert sind. Vielleicht für unseren Anfang jetzt gar nicht mehr so verkehrt, so ein paar Euro 50 mehr zu haben. Der Toaster war das. Hä, aber war hier nicht eine Pfanne? Oder irre ich mich gerade? Oh Gott, Türen. Nee, aber hier war sonst nichts mehr, ne? Gut. Raus hier. Ach, jetzt ist es. Gut, wo kommen wir denn hier weg? Hier lang, ne? Oh Gottes Willen, wie ist denn die Steuerung hier? Kommt hier gar nicht hoch, das Auto. Ah, da rechts ist diese Linie. Super, perfekt. Dann sind wir nicht erwischt worden und haben unsere ersten Einbrüche ja schon mal sehr gut gemeistert. Das ist natürlich mega nice. Ah, S plus. Geil! Super, so muss das sein. Vergiss nicht, die unvergebenen Fertigkeitspunkte im Skill-Tab einzusetzen. Natürlich, an diesem Skillbaum. Müssen wir dann nochmal hier hingehen? Genau, das wird mir schon angezeigt. Lernen. Ich dachte, das hätten wir schon. Nee, gut, dann haben wir es jetzt gelernt. Auch gut. Was kommt als nächstes? Schlösser knacken Stufe 2. Und was haben wir hier? Mehr Gegenstände vor Ort begutachten. Okay. Gut, Ziegel werfen. Müssen wir noch Leute abwerfen später? Oh, Level aufgestiegen. Und Winnie ruft an. Good Was will er job, denn? man. This just might work.
Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Haben wir noch was zum Unterstellen? Das ist jetzt unsere Werkstatt, meine ich. Genau. Können wir uns hier mal umgucken? Ach Gott. Oh Gott. Jetzt habe ich... Ja gut, okay. Aufnehmen wollte ich die jetzt eigentlich nicht. Wobei... Hey, sieht doch geil aus. Wo stellen wir denn hier hin? Ah ne, dann kommen wir nicht mehr in den Wassertank ran, ne? Oh Gott, wie kann man denn drehen? Ach so, ist ja easy. Gut, 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 gut. Ist ja noch hier wie Sims, ey. Kann man sich noch hier einrichten, hä? Wie kann man das jetzt setzen? Ah, das ist die Taschenlampe. Oh Gott. Ach, ganz normal, wie ich es auch genommen habe. Nee, nicht wie ich es genommen habe, oder? Doch. Nice. Gut, Elektronik da? Nee. Setzen wir uns mal einen PC. Was können wir denn hier Schönes machen? Ah, gut, okay. Hier können wir unser Werkzeug uns kaufen. Ein Dietrich für 70 Euro. Ah, nee, da müssen wir erstmal die Fertigkeit Schlösser knacken freischalten. Dann würde ich mir eher den hier später holen, oder? Keine Ahnung. Gut, Taschenlampe haben wir ja, aber wir können uns ja zurzeit nur das hier kaufen. Machen wir das. Holen wir uns mal zwei. Ich meine, die gehen nämlich schnell kaputt. Gut. Haus Ripoff. Können wir uns wahrscheinlich später noch Häuser kaufen. Cool. Ah, geil. Und hier kann man Tipps sich kaufen. Die sind ja alle kostenlos. Dann holen wir uns die mal alle. Gut. Die 109 war doch da, wo wir gerade waren. Den Zaun haben wir jetzt zerschlagen. Da war ein Fernseher noch? Müssen wir nochmal achten. Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Ersatzschlüssel in der Schublade. Doch, 109 haben wir doch, oder? Das Haus steht die ganze Zeit leer, das haben wir gemerkt. 111. Die Türen haben ein altes Schloss, das einfach zu knacken ist. Gut, gut, gut. Den Fernseher, den müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Bei der 109, Black Bay. Gut. Da können wir nochmal so Sachen, die ziemlich was wert sind, wahrscheinlich verkaufen. Ah, hier, wo war das? Elektronik? Nee, Küche? Ja, genau. Den Topf. Ich glaube, so viel würden wir im Pornhaus nicht kriegen. Dann machen wir das hier. Verkaufen wir die Sachen hier. Müssen wir immer mal wieder reinschauen. So, mal gucken. Hier, jetzt haben wir ja hier nochmal die Sachen. Der Schlüssel von der 109. Ja, wir haben die 109 als Schlüssel. Ja, dann lass jetzt gleich nochmal zu der 109 fahren. Fahren wir als erstes zum Pornhaus. Hier zur Junkyard. Genau. Ach nee, warte mal. Wo sind wir denn hier? Was ist das denn hier? Howdy. Interagieren, eh. Ach, können wir auch hier verkaufen. 35, 35, 40, 40. Autoteile, Autos und andere Dinge. Okay, das ist wahrscheinlich eher für später dann gedacht. Aber warum hat man das jetzt schon freigeschaltet? Kann man da hier gucken? Nee. Dann wissen wir ja jetzt Bescheid. Und können wir direkt eigentlich zu 109 fahren. Hier, das Pfandhaus, das meinte ich eigentlich. Egal, dann holen wir uns jetzt erstmal den Fernseher. Bleiben wir einfach mal hier stehen. Zack, geh. Und dann gehen wir mal zur... Hä? Warte mal. Nee, 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 nee. Ach gut, perfekt, perfekt, perfekt. Ich habe doch einen Schlüssel dafür. Inventar. Kann man den in den Quickslot reinziehen? Oder wie macht man das? Das ist doch 109. Ich habe doch einen Schlüssel. Ach nee, von der Haustür wahrscheinlich. Ja, warte mal. Dann gehen wir hinten nochmal da so durch. Zack. Ist ja eh keiner zu Hause. Und hier in der Nacht laufen auch weniger Leute wahrscheinlich draußen rum, weil ich sehe jetzt hier keinen. Müssen wir nicht mal schleichen, das ist gut. Dann können wir die Tür aufmachen, weil wir haben ja jetzt den Schlüssel. Ah, geil. Das respawnt sogar. Das bedeutet, wir haben jetzt erstmal die Tasche voll mit Pfannen wieder. Kann man da sich auch drin verstecken? Nee. Verstecken ist wohl nicht so, oder? Geh mal rein. Nee. Funktioniert nicht. Da ist der alte Fernseher. Ach, den habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ach du Scheiße. Ach, den nehme ich so. Ja gut, okay. Fallen lassen nochmal. Wir wollen nämlich nochmal hier in die Schublade reinschauen. Okay, das Geld spawnt anscheinend nicht nochmal. Gut, gehen wir nochmal da durch. Schnell weg hier. Ach, wir müssen hinten rum mit dem Ding. Kann man nicht rennen mit dem Teil, ne? Viel zu schwer für uns. So, und den können wir in den Kofferraum stellen, ne? Wo ist er? Da.
Easy. Hä? Kapier ich nicht. Doch so. Ah. Ach, einfach drüber ziehen. Ja gut. Zack. Zack. Dann fahren wir erstmal jetzt nach Hause, würde ich sagen. Beziehungsweise zum Pfandhaus. Versuchen mal den alten Fernseher loszuwerden. Dürfen wir auch nochmal gut Geld für kriegen. Zack. Pfandhaus oder Junkyard? Oder nach Hause? Wir wollten ja nochmal gucken, ob dem Black Bay auch noch was wert ist. Ja, dann gehen wir erstmal nach Hause und gucken, wie viel der im Black Bay wert ist. Geil, alter Fernseher. 20 XP. B. Warum haben wir jetzt nur B bekommen? Ich fand's gut. B ist, glaube ich, 2, oder? A, B. A plus. Ne, S. Was ist S? Gott, ich kenne mich damit nicht aus. Gut, Black Bay. Elektronik. Radio. Antiquitäten? Nee. Oh, was? 13.000 Dollar. Heiliger Scheiß, wenn wir Spielzeugautos finden. Müssen wir die kleinen Kinder bestehlen, oder was? Na, das ist ja toll. Gut, so, dann fahren wir jetzt erstmal ins Pfandhaus, um uns das auch mal anzuschauen. Und danach in Junkyard, um zu sehen, ob es da einen besseren Preis dann für die Sachen gibt. Zack, aufgenommen und rein da. Ich häng fest. Hilfe. Welcome back. Ja, welcome back. So geht das. Oh, Handys. Gut. Was haben wir hier? Alter Fernseher, der will mir 30 dafür geben. Also die Pfanne können wir machen. 8. Alter Toaster. 3. Na, das ist ja nicht viel wert. Und die auch noch für 8. Aber warte mal, der hat ja gar nicht so ein Abstellpult hier. Ne? Howdy. Ach, du willst die wahrscheinlich gar nicht haben, weil das zu schwer ist, ne? Andere Dinge, Autos, Autoteile. Ja, scheiße, der kann das gar nicht annehmen. Ja gut, dann müssen wir wohl dafür 30 den verkaufen. Der will nur Kleinteile hier haben. Und Autoteile, irgendwie komisch. Also, das würde ja eher mehr Sinn machen, wenn er dann auch sowas nimmt wie alte Fernseher oder so. Na gut, egal, geben das seine, dann fahren wir jetzt wieder zurück zum Pfandhaus. Welcome back. Ja, welcome back. Wir nehmen dein Geld. 30. Nimm den Müll da weg? Hat er das gerade auch schon gesagt? Hä, wie werde ich denn den jetzt los? Was ist denn jetzt los? Raff ich jetzt gerade nicht so ganz. Aber okay. Nimm den Müll da weg. Aber eine Pfanne oder einen Toaster für 3 Euro nimmst du. Küche, anderes. Antiquitäten. Elektronik. Der will ja nur das Radio. Stilforum. Gut, da haben wir jetzt nichts. Da auch nicht. Ja, keine Ahnung, dann stellen wir uns den hin. Den alten Röhrenfernseher. Nice. Aber ein Fernseher. Haben wir auch eine Fernbedienung? Naja, wir können ja wahrscheinlich an den Knöpfen das dann machen, aber dafür gibt's keine Animation. Gut. Dann lagere ich den Haustürschlüssel mal hier, weil wir wollen ja jetzt nicht zu 109. Wir wollen jetzt uns mal ein paar andere Häuser jetzt noch anschauen. Genau. Und dann ab zur Greenview Street. Da waren wir bei der 109, 110. Wir können ja bei der 111 nochmal scannen, ob die jetzt gerade zu Hause sind. Okay, wie geht das? Ach, einfach so hinhalten, ne? Hä? Ach, easy. Das war ja wirklich sehr einfach. Gut, dann mal schnell hier durchgehen. Und gar nicht klauen. Ein Topf, nice. Haben die denn wirklich sonst hier nichts? Schnell mal alles klauen, bevor die dann wiederkommen. Ich weiß ja auch leider gar nicht, wann die wiederkommen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Nimm dir das doch, das Geld. So. Ah, die haben auch einen Fernseher. Das ist natürlich... Ein Radio! Das wollten die beim Black Bay doch haben. Nice. Klamotten kann man nicht klauen. Fernseher. Gut, dann. Und raus hier, bevor die jetzt wiederkommen. Oh, Gottes Willen. Oh, der Fernseher. Okay, Autofahrer macht es anscheinend ja nichts aus, wenn ich hier was trage. Lalala. Ach, schau mal, hier ist sogar ein Parkplatz. Nice. Dann hätten wir auch da parken können. Jetzt haben wir es so gemacht. Aber wir haben ja auch niemanden behindert hier. Einmal das hier. Zack. Dann können wir als nächstes
Mehr Gegenstände vor Ort begutachten oder Ziegel werfen. Ja, ich würde sagen, das hier bringt uns eher zu Geld, als jemand einen überzubraten. Genau, und hier haben wir Beute 1 von 1. Jobs hatten keine Jobs und Informationen. Ist es einfach, den beschädigten Zaun hatten wir gemacht. In der Schublade steht die ganze Zeit leer. Ach, das ist die 109. Ja, doch. Genau, und hier wissen wir, dass hier welche da sind, in dem Zeitfenster. Man kann ja schlafen auch. Haben wir ja vorhin mitbekommen. Prost! Uppala. Das war natürlich gerade nicht schön. Aber egal. Jetzt können wir uns den Dietrich holen. Wir haben ja 400 Dollar. Können wir uns ja einen holen. Und hier ist noch nichts Neues. Doch hier! Geil! Da will jemand. Gemälde! Ich habe nach Gemälden gar nicht Ausschau gehalten. Stimmt, die gibt's ja hier auch noch. Oh! Ja, akzeptieren. Machen wir dann die nächste Runde. Ah, jetzt kosten hier auch die Informationen Geld. Routine der Bewohner ist, denke ich, eine gute Investition. Die sollten wir schon kaufen. Von 1 Uhr bis 4 Uhr ist morgens niemand zu Hause. Sehr geil. Das brauchen wir ja eigentlich nicht. Wenn wir alleine sind, haben wir auch ein bisschen Zeit zum Anschauen. Ja gut, haben wir ja gerade eigentlich gesehen, dass man auch mal ein Gemälde übersehen kann. Aber wenn wir jetzt auch wissen, dass es Gemälde gibt, dann gucken wir uns auch mal die Wände eher nochmal an. Dann Sicherheitstipps fürs Haus. Brauchen wir nicht, kriegen wir auch, denke ich, hin. Mögliches Versteck für Beute brauchen wir nicht. Routine der Bewohner, das würde ich schon machen noch. Und Sicherheitstipps, die würde ich jetzt doch nicht noch nehmen. 112 und 113. Die machen wir dann aber nächste Folge, würde ich sagen. Den will er jetzt haben? Der hat doch vorhin noch gesagt, will ich nicht haben. Nimm den Schrott da weg. Ja gut, kriegst du den doch. 40 Dollar, dann kriegst du jetzt den Schrott auch noch. Das Radio, nein, 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 das wollten wir im Black Bay verkaufen. Das machen wir dann doch jetzt schnell noch. Dann können wir das da verkaufen. Und dann würde ich auch sagen, an dieser Stelle war es das wieder mit dieser Folge. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung sehr doll freuen. Und dann sehen wir uns ansonsten auch in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Let's Play Thief Simulator. Und ja, wo war es Black Bay denn jetzt? Elektronik, da. Da haben wir das Radio. So, dann haben wir als nächstes sogar noch Mikrowellen und Router. Da werden wir uns dann aber, wie gesagt, nächstes Mal dann dran begeben. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Tschö bitte.